Hallo Leute, ja, nach 1000 Sprüngen so gefühlt und Aufladen und sowas haben wir es dann bis zum Ausrüstungsdock hier geschafft. Und ja, da können wir jetzt reinschauen und schauen, was wir da verkaufen bzw. kaufen wollen. Und na, da würden wir definitiv auch gucken, dass wir hier einen Generator reinbauen. Das müsste hier eigentlich gehen, meines Erachtens, oder? Bin mir nicht sicher, aber wir probieren es gleich nach dem Logo aus. Bis gleich. So, dann gehen wir mal als erstes in den Baumodus, weil das will ich jetzt wissen. Orgonit, Generator, Orgonit haben wir, also geht das. Und kriegen wir das hier auch so, dass wir. Hier ist so ein schickes Bauteil, das passt schon, oder? Steuerung C, Steuerung V, oder war es nur C und V, aber ist auch egal, wenn. Können das aber noch größer machen. Eine Spiegelachse brauchen wir noch. So, 7252, zack, reingebaut. Jetzt haben wir hier mehr Energie und ich hoffe, es reicht. Da hinten ist noch der Akku. Der würde auch hier hingebaut werden können. Spiegelachse haben wir, ne? Den machen wir aber auch breiter. Würde ich jetzt so machen wollen. Oder so? So. Das müsste auch noch reichen. Oh, steht über. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist auch egal. Panzerung haben wir hier auch noch. Dann machen wir das noch mal so gerade und noch ein bisschen so. Dann ist das auch einigermaßen geschützt so, ne, oder? Passt schon. Ja, können wir so lassen, denke ich. Hier können wir noch ein bisschen upgraden, ne? Achse können wir ausmachen. Mal so ausmachen, ne? Dann geht das so. Lassen wir mal so, denke ich. Raus aus dem Baumodus. Wir sind gedockt. Wir gucken rein, was es hier gibt. Ausrüstung handeln. Pro-Klasse OG Bergbausubsystem. 1,6 Millionen haben wir. Aber wir gucken mal erstmal hier. Distanzgreifer. Was greift denn der? Keine Ahnung. Was hier? Reparatur. Geschützturm, ne, wollen wir nicht reparieren. Der macht Hüllenreparatur. Der ist unbewaffnet, Distanzgreifer. Holt er sich die Klamotten dann ran und kenne ich nicht, weiß ich nicht. Hier, das ist der Distanzdoppel, aber den kann ich noch nicht mal kaufen, weil ich wieder hier. Ach, schade, ne? Das wäre ihr Preis gewesen, ne? Okay, das heißt, wir müssten hier erst die Beziehung verbessern, damit das dann klappt. Pro-Klasse OG Bergbausubsystem könnte man kaufen. Ist 30% günstiger. Zehn Asteroiden dazu. Kann er entdecken. Jetzt sind wir hier. Keine Dingens dazu gekriegt. Schade, ich dachte. Ja, dann brauchen wir Leute. Aufdeckender Rückraumverstärker, den will ich bestimmt nicht haben. Der Rest sieht mir jetzt als nicht so brauchbar an. Unbewaffnete. Bewaffnete Geschütztürme, okay. Kaufen. Ist das auch noch einer? Kaufen. Ja, und er möchte jetzt, dass wir noch Personal mehr kriegen, Mechaniker. Crew anheuern brauchen wir. Ein Crewmitglied. Gibt es hier keins? Jetzt weiß ich nicht, ob wir welche
an Bord haben, ne? Gibt wohl noch freie Kapazitäten hier. Zweier sind noch dann da. Bleibt erstmal so. Ist die Frage, ob das jetzt mit unserem Akku besser geworden ist, ne? Schild haben wir auch gar keins, ne? So, wir wollten irgendwo, ja, Ausrüstungsdock hier haben wir, war jetzt nichts Besonderes. Hier gibt es auch einen Sprung irgendwo hin und kein Mensch weiß, wohin. Ach so, doch hierhin ist es. Okay. Also dieser ist bestimmt nicht derjenige, der nach dem den Weg hat. Das ist leider mit der Karte hier richtig Matsche, auf Deutsch gesagt, ne? Wahrscheinlich geht es aber hier hin. Probieren wir das doch mal, oder? Also ich muss durch die Station fliegen, damit ich sprengen kann. So, und dann laden wir den auf. So wie es aussieht, hat der die Erweiterung was gebracht, weil der gelbe Balken ist noch voll, der war sonst immer leer, oder? So, tatsächlich ist es jetzt hier wirklich ein Sprung nach da. Und was gibt's hier? Ressourcendepot, Halbleiter, Solar, Fischzucht. Also nichts Besonderes. Hier geht's nach Westen, das ist doch unser Tor, oder? Jetzt wollen wir mal gucken, ob das damit klappt. Das ist hier eine große Station hier links, ne? Ja, sieht so aus, als ob jetzt die Energie da ist, die wir brauchen. Da unten wird zwar jetzt weniger von unserem Generator, aber ganz langsam weniger. Ich glaube, die Orgonit-Erweiterung hat es gebracht, ne? Passt. Bin noch nicht mal leer. Richtig gut. So, hier sind wir jetzt da. Und wo springen wir jetzt hin? Da müssen wir hin, ne? Schlagen wir diesen Weg ein. Geht der Hyperraumantrieb los? Ah, guck mal, jetzt ist er im negativen Bereich. Unser Generator macht aber wohl nichts aus. Und jetzt müssen wir dahin, glaube ich. Generator war jetzt total auf Minus gerade einmal. Irgendwo sieht das wie ein Bug aus da unten. Aber Sprung geht, das ist das Wichtige, ne? Da ist jetzt unser Loch, das durch die Barriere geht. Fliegen wir da mal rein, ne? Das Wurmloch durch die Barriere. Das war instabil oder wie war das? Aber wir machen das trotzdem. Oh. Da warten gleich schon welche auf uns. Und die haben Wummen, die uns jetzt gerade ziemlich stark treffen. Torpedo ist auch noch im Anflug. Kann ich durchs Tor? Oh, steuern ist natürlich ziemlich schwierig, ne? Ich glaube, das schaffe ich da dran vorbei, ohne dass die mich kaputt schießen. Oder? Ich will es hoffen. Ich muss auf jeden Fall durch das Tor, anders geht das gerade nicht. Die müssen weg. Unser Triebwerk ist ziemlich stark getroffen. Komm schon. Oh, der ist ziemlich nah, ne? Und ich glaube, wir sind so lahmarschig, dass wir das Ziel nicht erreichen werden, oder? Kann das sein? Ich kann auch gar nicht manövrieren, oder? Ich glaube, wir sind kaputt. Leider. Du wurdest zerstört. So. Das hat jetzt nicht funktioniert, ne? Was ist denn das jetzt hier?
Wo sind wir hier? Da, okay, das war da, wo wir zuletzt waren. Ja, dann sind wir hier lang und da lang. Aber das Schiff, was ich hier habe, ist doch gar nicht mein Schiff, oder? Ausrüstungsdock. Ausrüstung handeln. Irgendwas passt jetzt hier gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was ist das für ein Schiff? Das Ausrüstungsdock bringt mir nichts. Ich muss erstmal hier hin, glaube ich. Ach, Reparaturdock abschleppen lassen. Könnte sein, dass das das Schiff ist, wo wir gerade drauf waren, ne? Was haben wir hier gefunden? Plasmaentzünder. Tech, Material, Xanion. Feuerstoß, DPS, Reichweite 10. Schadenstyp Plasma und Schilde macht's kaputt. Was ist das? Präzisions-Nuko-Plasma-Geschütz. Ja, sind alles keine tollen Dinge, aber nehmen wir mal, weil es die gerade da gibt, ne? Hier können wir auch noch was nehmen. Was ist das? Ein Langzeit-Duo-Raketenwerfer. Oh, 438,7 mal 2. Der ist schon ein bisschen was Besseres. Gibt's noch mehr? Ja, hier gibt es noch Geld. 600.000 zweimal. Aber jetzt war das was anderes. Naja, egal. So, das heißt, wir müssen um das hier machen, Reparaturdock. Gibt es hier ein Reparaturdock? Ja. Entschuldigung. Da weg. Oh, da ist es schon. Legen wir da erstmal hin. Vielleicht können wir dann was heile machen. Keine Ahnung, in was für ein Schiff ich hier jetzt gerade sitze. Das fliegt auch nicht so dolle. Irgendwo ein Dock, ja. So, Traktorstahl dran. Ne? So. Ja, komm, das können wir schon mal machen. Abschleppen, 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 abschleppen. Jetzt hat er alle abgeschleppt, aber er hat auch gemeckert. Jetzt muss hier eine Flotte stehen, oder? Oder vertue ich mich? Also da ist schon mal eins. Da ist noch eins. Alle hier. Lady Adventurer. Das ist eine Station. Ah, da ist auch noch einer. Schiff. Wo sind sie denn alle jetzt? Ah, da hinten ist auch noch was. Oder? Was ist hier vor? Finde ich nicht. Discover. Jetzt bin ich wieder im Discover und jetzt müsste ich den reparieren können eigentlich, ne? Wenn ich die Materialien dafür habe. Du benötigst 10.230 Eisen, 2000 Titan, 4 Nanohit,
Trinium, Xanium, Ogonit. Alles klar. Das war wieder ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja, leider kann ich das hier nicht reparieren. Das ist doof. Was machen wir jetzt dann? Aber ich glaube, es ist tatsächlich sogar ein bisschen repariert worden, weil ich glaube, es waren, wo ich da weg war, nur zwei Triebwerke und es ließ sich auf jeden Fall nicht lenken, ne? Also ist das erstmal so ein bisschen wieder besser geworden. So, aber jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt, ne? Kann ich da reingehen? Ja. Was ist das für ein Ding? Och, da fehlt Personal und so weiter. Muss ich erst an die Station, ne? Obwohl, schnell fliegen tut's ja schon mal. Kann ich das reparieren? Meuterei ist schon mal vorbei. Das Schiff ist sehr schwach, ist auch klar. Was ist das denn hier für eine schicke Wumme? Mit Schaden 420. Ist ja nur ein fliegendes Geschütz, würde ich sagen. Habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich das irgendwo hatte. Die ist aber gut. Und das ist fertig repariert, ne? Jetzt müssten wir mal die anderen gucken. Hier ist noch so eins, ne? Der Elch. Der Elch kann doch gar nichts, oder wie war das? Der sieht auch aus wie ein Elch. Boah, habe ich einen Frosch im Hals jetzt. Lässt der sich reparieren? Wohl vollständig. Kleinen Kratzer abgekriegt beim Wegfliegen, ne? Das ist die Frage. Das ist die Adventure. Die Gurke. Welches war denn das Schiff? Ich glaube, das war es. Das ist heile. Ja, das war das Schiff, was ich schon repariert habe. So, da steht schon mal der Elch bei. Dann wechseln wir mal in die Lady. Baumodus. Repariert. Ist wohl auch repariert. Hat auch geklappt. Das hier der Elch? Ne, aber das ist der Elch, ne? Gut, das heißt, wir sind da richtig. Die sind auch fertig. So, jetzt gehen wir da rein. Weil das muss auch noch repariert werden. Ach so, Tee wollte ich eigentlich. In diesem Modus. Kriegen wir auch repariert. Meuterei beendet. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist ein Abbauschiff hier, oder? Aber hier ist nichts drin zum Abbauen. Okay. Spielt auch gar keine Rolle gerade. Da ist noch ein Schiff. Ah, das ist jetzt unser Dingens hier. Unser Discover. Craft. Gurke. Piraten greifen den Sektor an. Dieses Schiff ist schon repariert, oder? Es ist sowieso. Ach, das ist das Schiff, wo ich mit hergekommen war. Das war die Gurke, okay. Wo sind die anderen denn? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Die haben sich hier hinter versteckt? Ne. Das ist so ein Schiff von mir, ne? Wieso wird das weggeschoben?
Du brauchst Credits. Okay. Mit der Meuterei wollen die mir nichts zu tun haben, wahrscheinlich. Das ist es. Na dann. Oh. Einmal Gas geben macht ganz viel Vortrieb. So, jetzt müssen wir noch gucken, wo wir die Credits kriegen, ne? Ressourcendepot müssten wir dann aufrufen. Gibt es hier auch, sehr schön. Irgendwo da hinten. Was ist das? Militärstation, okay. Das ist eine Schiffswerft. Ist da das Ressourcendepot? Ne, Solarkraftwerk. Ja, okay, wir sind wieder am Ende der Folge angekommen, aber momentan bin ich jetzt so ein bisschen am Überlegen, was ich damit mache hier, ne? Weil irgendwie geht es nicht so richtig voran. Ich bin auch nicht so ganz motiviert mehr bei dem Spiel, weil schon so viel dran kaputt gegangen ist und so weiter und ich auch so viele Fehler gemacht habe. Den roten Faden habe ich auch verloren. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Ich sag mal, könnte sein, dass es die letzte Folge ist. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr noch mehr sehen wollt oder nicht. Und wenn ja, dann muss ich mich mal nochmal schlau machen, wie wir weiter vorgehen. Aber momentan bin ich wirklich am Ende eigentlich, ne? Und würde dann doch sagen, lass uns diese Partie hier abbrechen. Und Avorion ist unbeendet sozusagen. Und ja, ich glaube nicht, dass das noch was wird. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ich muss dann gucken, wie es weitergeht. Ich denke mal, aber es wird kein anderes Let's Play dafür wenn geben. Und wenn einer das noch was sehen will, dann soll das bitte in den Kommentaren schreiben. Aber dann muss er mir auch genauer Wege aufzeigen, wo wir lang gehen sollen, etc. Und ja, schauen wir mal. Aber Motivation ist gerade dazu nicht so weit. Das Spiel finde ich richtig cool eigentlich, aber ich weiß auch nicht. Es hat auch so ein bisschen zum Beispiel damit zu tun, dass hier irgendwas bei der Karte zum Beispiel schiefgelaufen ist. Irgendwann gab es ein Update. Ich habe auch diesen Sprung über die Barriere geschafft, obwohl ich den nicht hätte schaffen dürfen, glaube. Da war ich noch gar nicht so weit. Irgendwo war da ein Bug drin und ja, vielleicht ist es das gewesen. Ich weiß es nicht. Irgendwo war da der Wurm drin und seitdem ist es ja war ein Wurmloch, ne? Irgendwo ist es durch, sag ich mal. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in anderen Projekten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ist keine nächste Folge, vielleicht weiß ich aber nicht.